Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Deus Ex Human Revolution. Oder besser gesagt Deus Ex A Missing Link, weil ja der DLC so heißt. Aber egal, es gehört ja zum Spiel dazu, ne? Bla 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 bla, alles langweilig. Du siehst tot aus. Und lag da auch jemand drin? Nö. Ich hab's gerade ehrlich gesagt keine Lust, alles durchzulesen, was das für Leute sind. Du bist tot. Hier ist niemand. Oder? Nein. Hier ist noch was. Mehr Credits. Noch ein Bier. Oh, ich hätte auch gerne ein kühles Bier. Oh, ein Speichermedium. Nice. Damit haben wir 2 von 3. Es kann sogar sein, dass das letzte, dass wir das automatisch noch finden. Da komme ich nicht. Oh, warte. Vielleicht komme ich da ran. Genau. No more tears quasi. Wow, das ist ein Passwort. Materialanforderung. Ich brauche 1 Kilo Kruppstahl. Ich glaube nicht. Subjekttransfer. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Material? Ich sagte doch Stahl! Wobei, das hier spielt in der Zukunft. Ich habe schon mal vergessen, wo wir sind. 2050 oder sowas. Das ist wahrscheinlich schon alles aus Kunststoff oder aus verstärkten Materialien. Faserverstärkten, so ein komisches Krams. Woran sind die hier gestorben, Savage? Kompletter neurologischer Kollaps, wie es aussieht. Organversagen, Nervenabbau. Findet ihn. In der Basis gab es ein Problem. Meine Männer regeln das. Wo waren wir? Wir haben möglicherweise systemübergreifende Probleme mit der OCM. Das sind die Implantate, Gary. Die unmenschliche Prozedur. Es ist, als würden sie verbrennen. Haben die anderen dasselbe Problem? Es gab einige Opfer, ja. Aber angeblich könnte Dr. Reeds Forschung ein Durchbruch sein. Wenn wir sie wieder hierher... Das wird nicht passieren. Dann müssen wir andere Optionen erwägen. Eine Nanotech-basierte Lösung mit Freiwilligen vielleicht. Und Sie stellen sich dafür zur Verfügung, Doktor? Tiffany, bitte. Zeigen Sie mir die Rohdaten, Commander. Würden Sie bitte... Ich habe Ihre Romanze bis jetzt geduldet, Savage. Aber wenn sie Ärger macht, wird sie sich zur Verfügung stellen. Kann man überhaupt einen Netzhaut-Scan mit einem synthetischen Auge machen? Kommt mir komisch vor. Gärtner, ich weiß jetzt, was Burke verheimlicht hat. Der Befragungstrakt ist eine medizinische Forschungseinrichtung. Die Gefangenen sind seine Laborratten. Wofür? Weiß ich noch nicht. Ich brauche Burkes Netzhautscan, um das herauszufinden. Den kann ich nicht runterladen, ohne Alarm auszulösen. Allerdings, haben Sie noch diese Netzhautprothese aus seinem Büro? Wenn Sie denken, ich kann damit einen Netzhautscanner täuschen, vergessen Sie es. Der synthetische Gewebestachel muss an einen echten Sehnerv gekoppelt werden, sonst funktioniert es nicht. Ich weiß. Deshalb müssen Sie es Quinn bringen. Ich sage ihm gleich Bescheid. Keitner out. Ach, leck mich doch, Spiel! Intelligenter Schaltkreis, ja toll. Also ich wusste, dass wir das Auge brauchen, deswegen fand ich es ganz cool, dass wir das schon holen konnten. Und ich hatte gehofft, ich könnte mir jetzt den Weg sparen. Aber nein, sie zwingen mich trotzdem zurückzulaufen. Ach, komm schon. Ich hatte wirklich gehofft, ich könnte das jetzt einfach damit umgehen. Weil das ist meiner Ansicht nach wirklich ein bisschen unnötig. Das bedeutet nämlich, ich muss jetzt einmal wieder komplett zurück zu Quinn laufen und wieder komplett hier rein. Ja, genau. Unnötige Wege. Das ist dumm. Ich mag Backtracking überhaupt nicht. Schon gar nicht in einem Spiel wie Deus Ex, was halt eigentlich ziemlich linear aufgebaut ist. Das passt hier überhaupt nicht hin. Bringen Sie es zu Quinn, soll Quinn herkommen. Kein Bock zurückzulaufen. Es ist, glaube ich, das einzige Mal im Spiel, dass man backtracken muss, deswegen ist das eigentlich Quatsch. Zugriff gewährt. Ja, komm, beeil dich.
Ich sag's, Tür öffnen. Dankeschön. So. Genau, es ist alles noch wie vorher. Wahrscheinlich haben sie sich so gefreut, dass sie überall Fallen sind, dass sie dachten, oh, lassen wir den Spieler mehrfach durchlaufen. Ich reg mich da gerade mehr drüber auf, als ich müsste eigentlich, weil es ist halt so, ich kann es nicht ändern. Wobei, auch da in gewisser Weise, ist hier irgendwas hinter? Ich würde es ja gerade vermuten. Ist was drauf? Nein. In gewisser Weise könnte man sagen, es ist schlau von den Entwicklern, dass ich jetzt trotzdem zurückrennen muss, weil ja, ich konnte mir das Auge schon holen. Wenn ich damit jetzt halt diesen gesamten Rückweg skippen könnte, wäre es natürlich irgendwie fast schon ein bisschen doof. Wo sind die Roboter? Ich sehe sie nicht. Der kommt da. Ich hoffe, ich nehme jetzt auch gerade die richtige Seite, nämlich die, wo der Laser schon aus ist. Ich frage mich übrigens, wie lange diese Leute schon hier sind, die Gefangenen. Weil, ja, hier ständig schreien die noch, dass sie hier raus wollen, dass sie nichts verloren haben, bla bla bla. Man würde doch nach, ich sage jetzt mal, nach Stunde merken, dass das nichts bringt. Ich glaube, dann wäre ich, ich würde dann zu denjenigen gehören, die einfach keinen Bock mehr haben, weiterzuschreien. Geh ich einfach auf die Lunge. So. Jetzt sind hier wieder diese beiden Gegner, die ich am liebsten ausschalten würde. Mindestens einen von denen kann ich auch noch ausschalten. Vielleicht schalte ich den letzten auf dem Weg nach oben wieder aus. Was dumm ist, ich muss natürlich jetzt... hier verstecken. Oh! Passwortänderung. Oh! Weiß ich, wofür der Code ist. Der ist für den zweiten Computer, der da oben drin war. So. Die Frage ist... Okay. Also ich würde ihn jetzt sogar gerne hier verliegen lassen. In der Hoffnung, dass das keiner merkt. Das mache ich jetzt auch mal. Ich will mich jetzt nicht so lange damit aufhalten eigentlich. Wenn ich schon gezwungen werde, zurückzugehen, dann kann ich wenigstens versuchen, das schnell zu erledigen. Oh, diese ganzen Sicherheitsscanner. Ich meine, es ergibt halt eigentlich schon Sinn, dass die hier sind. Ne? Von wegen, dass man die Sicherheit in diesem... die Sicherheit an diesem Ort hochhält. Das ist ja durchaus sinnig. Aber es nervt. Allmählich. Wie gesagt, die Dinger brauchen einfach echt viel zu lange, finde ich. Die Hälfte der Zeit hätte gereicht. Access granted. Thanks. Speichern. Tür öffnen. Da ist der Gegner. Hey, guck mal, die Tür ist offen. Die Tür, die zu sein sollte. Kommt dir das nicht komisch vor? Nein? Dachte ich mir. Geh weiter. Hallo, geh weiter. Warum bewegt er sich nicht? Okay, pass auf. Folgendes, wir warten jetzt, bis er vorbeigegangen ist und öffnen dann die Tür. Der Arschloch bewegt sich einfach nicht mehr. Ja. Ernsthaft, was soll so eine Scheiße? So was
Wenn Spiele einfach nicht funktionieren, pisst mich das an. Das kann ich überhaupt nicht haben. Der steht jetzt da an der Tür und ich komme nicht raus. Das ist jetzt dabei immer diesen ewig langen Sicherheitsscan machen muss, nervt auch ein bisschen. So, Bereichswechsel. Und wieder zurück. Hast du in der Zwischenzeit die Güte... Nein. Gut. Gut, klar. Warum auch nicht? Beziehungsweise warum? Warum sollte das Spiel richtig funktionieren? Damit sind zumindest alle Gegner hier platt. Ich habe gerade echt nichts Besseres zu tun. Der hat übrigens auch keinen Code für den Laser gehabt. Jetzt habe ich ja alle ausgeschaltet. Mit anderen Worten, ich habe keine Ahnung, wie man oben durch diese Laserschranke kommen soll. Ich habe jetzt alle Gegner hier ausgeschaltet. Liegt hier vielleicht irgendwas rum, was ich nicht gesehen habe? Ne, warte, den hatten wir. Die kann ich jetzt öffnen. Okay, Korrekturen funktionieren nicht. Ja, das bringt mir natürlich hier nichts, weil... Mal, wieso kriege ich die Tür nicht auf? Egal. Ja klar, Roboter und Geschütze. Die Roboter wären jetzt hier super, wenn ich auf die Zugriff hätte, weil ich sie dann deaktivieren könnte. Aber es geht ja nicht. Weil ich dafür skillen müsste. So. Jetzt stellt sich die spannende Frage. Nein, der Gegner steht immer noch da. Gut. Sehr gut. Biometrische Daten erfasst. Ich Glück habe. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwie jetzt durchkommen kann. So. Ich frag nicht mehr. Ich beweise gerade, wie mein gesamtes Talent ein Spiel vom Grund auf kaputt zu machen. Wo bin ich hier? Achso, bevor ich den Typen ausgeschaltet habe. Okay, zurück. Oh, warte. Er hat geladen. Mit anderen Worten, mit etwas Glück hat das Spiel jetzt erkannt, dass dieser Typ da nicht stehen sollte und er steht nur noch da. Achso, ich muss da reingehen, ja. Ich hasse es. Es ist zu warm, um mich jetzt über ein Spiel aufzuregen. Vor allem über eins, das eigentlich gut ist. Biometrische Daten erfasst. Was ist denn das heute wieder? Vorhin habe ich schon ein anderes Spiel an einigen Stellen wieder kaputt gemacht. Heute ist also wieder einer dieser Tage. Ja, super. Komm, mach auf. Danke. Speichern. Wer ist da? Wollen Sie da draußen bleiben? Scheiße! Und wieso gehst du jetzt in diese Ecke? Und wo bist du jetzt gerade hingelaufen? Durch die Wand.
Lass mich halten, jetzt bleibst du wieder stehen. Ja. Hat sich da drüben jemand versteckt? Der ist gerade durch die Wand gelaufen. Dieser Gegner ist ein einziger Bug. Ich könnte vermuten, dass es mit den Sachen zusammenhängt, die da auf dem Boden liegen, dass da irgendwas kollidiert. Hat sich da drüben jemand versteckt? So. Diesmal hat es keiner mitbekommen. Und ich habe Senior Buck, das ist nämlich sein Name, das wussten wir bisher noch nicht, aus dem Weg geräumt. So, speichern. Oh, wei. Falsch auch zum Speichern. Hier speichern. Wer weiß, was ich da alles backen kann, wenn ich über diesem, über dem Geschütz speichere. Ich will es gar nicht wissen. So. Das Schöne ist, hier komme ich ja problemlos durch. Oh, ich merke gerade was. Der führt mich hier ins Labor. Von hier aus. Ich muss mir den Weg gerade ein bisschen merken, den ich hier gehen kann. Den werde ich später nämlich brauchen. Von hier aus könnte ich auf jeden Fall bis hier und hier runter. Hiermit umgehe ich gerade den Fahrstuhl. Genau. Kann ich hier runter. Darüber springen. Und hier runter klettern oder einfach springen. Und damit sind wir bei dem Typen, wo wir hin wollten. Quinn. Das war sein Name. Müssen damit durch eine Netzhaut scannen, aber so ist es nutzlos. Tja, ohne aktive Machalverbindung ist das Ding nur ein teurer Briefbeschwerer. In dem Zustand könnten Sie genauso gut einen Lutscher von den Scanner halten. Lösungen, Quinn. Also kriegen Sie das hin. Mann, ich bin zwar nur ein Mechaniker, aber ich bin auch der Einzige, der verhindert, dass der Laden hier im Meer versinkt. Klar kriege ich eine optische Frequenzüberprüfung. Ich hole nur schnell mein Werkzeug. Fünf Stunden später. Ihr neues Auge. Tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat. Hätte das Scheißding fast ruiniert. Neue TYM-Firmware und so. Also machen Sie keinen Scheiß damit. Das Ding hält nicht ewig wegen meiner provisorischen Stromquelle. Es ist nur einmal verwendbar, klar. Okay. Sollte es sich bewegen? Das ist echt gruselig. Das Ding ist im Kalibrierungsmodus. Der Trick ist, dass es denkt, ich hätte es in einen neuen Wirt eingebaut. Und weil ich die Systemdiagnose gehackt habe, versucht es weiter eine Verbindung herzustellen. Dadurch bleibt es sozusagen am Leben. Das ist eine ziemlich brillante Ingenieursarbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Okay. Hoffentlich funktioniert das Ding. Und wie das Ding funktioniert, solange Sie es nicht fallen lassen. Und es ist keine Webcam, also schauen Sie niemandem unter den Rock damit. Fasziniert. Keine Geld zurück, Karl. So, Pistolenmunition, weg damit, weg damit. Den ganzen Alk behalte ich mal. Einfach nur, weil man kann ich ehrlich gesagt verkaufen. Brauche ich halt eh nicht. Aber das Schöne ist, dass er mir unten die. Schmerzmittel behalte ich vielleicht mal, aber die sind schon klein. So, die Granate wollten wir auch und das auch. So. Verdammt, die wurden jetzt geleert. Mist. Es war nicht ziemlich praktisch, dass ich die ganzen Sachen unten in den Schnellslots hatte. Weil da stand tatsächlich als Tipp dabei für den Factory Zero Run. Einfach unten alles irgendwie mit Nahrungsmitteln und so vollpacken, dann. Oder zumindest auf jeden Fall keine Waffen drin haben. Das sorgt dafür, dass man
persönlich aus, wie sie eine Waffe zieht. Ich meine, in meinem Fall ist es egal, weil ich kann die Waffe nicht benutzen, weil die Feuertaste momentan nicht. Ich glaube, ich habe sie auf Numblock 5 gelegt. Da komme ich jetzt selten aus Versehen dran. Nee, Kamera. Da muss ich hin. Hier wieder durch. Ich habe übrigens dafür, dass ich halt wirklich komplett unauffällig sein will, habe ich ziemlich viele Gegner ausgeschaltet. Ich meine, ja, einen davon wollte ich nicht ausschalten. Der liegt hier vorne im nächsten Raum. Der da, Senior Buck. Arsch. Den kann ich jetzt nicht leiden, weil ich mit ihm das Spiel kaputt gemacht habe. Das ist ein Grund, ihn nicht zu mögen. Oh, wie kann sowas passieren? Wieso hat er sich nicht bewegt? Und wieso ist er durch die Wand gelaufen? Und wieso stand er einfach an der einen Stelle fest? Ich bin halt froh, dass er sich einmal umgedreht hat, wenn er nach mir sucht. Wobei er sich offenbar nicht von der Stelle bewegen konnte, aber zumindest hat er sich einmal umgedreht. Ansonsten hätte ich an der Stelle einen Gamebreaker geschaffen. Na boy. Kein Gamebreaker, aber ansonsten hätte ich einen Factory Zero Run auf keinen Fall schaffen können, weil ich mir die als Tarnmodul hätte freischalten müssen. Das ist doch bescheuert. Ich glaube, ich hole den letzten Typ mit sie einfach wieder um, weil ich es kann. Mit Blick auf die Uhr können wir das aber eigentlich ganz gut beim nächsten Mal machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.